Rolf Ringer, herzlich willkommen beim FC Luzern zurück. Gratulation auch zum Triple. Danke vielmals. Ja, muss sagen, freue mich irrsinnig. Vor über 30 Jahren bin ich Spieler gewesen, habe immer gesagt, ich will wieder dahinter kommen, das war so schön gewesen in der Schweiz. Bin ja dann als Trainer gekommen und jetzt die dritte Anstellung als Sportchef. Also ich freue mich irrsinnig, es ist eine neue, super Herausforderung und bin froh, dass es gleich losgeht. Das letzte Spiel vom FC Luzern, das wird für ewig in Erinnerung bleiben auf der Allmend 2008. Haben Sie das noch präsent? Ja, man wird auf der Straße halt immer noch angesprochen. Da haben die Leute natürlich schon noch präsent. Es ist um die Wurst gegangen und wir haben das miteinander geschafft. Und von dort her denke ich, ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt da ein bisschen mithelfen kann. Es gibt doch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wir haben es miteinander geschafft, alle miteinander, und auch ein gewisses Vertrauen. Ich mache alles, um dem Trainer zu helfen, der Mannschaft zu helfen, vielleicht auch zusammenführen, Mannschaft zusammen mit der Führung, damit wir alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. Nur so kann man das Maximum erreichen und da sehe ich schon meine Aufgabe in der nächsten Zeit. Kann man die Situation vergleichen, 6 Jahre später? Ja, es waren am Schluss 3 Jahre gewesen. Es ist 2 Jahre, gut, ja. Auf jeden Fall, ich meine, man ist einfach hinten und es ist ähnlich schwierig und ich weiss, was es gebraucht hat vor diesen Jahren. Also wir mussten mit Haut und Haar krampfen. Wir sind auf den Pilatus rauf. Wir haben Bilder in der Kabine, die wir verinnerlicht haben. Jeden Tag haben wir es gesehen. Wir haben gewusst. Und wenn wir in der letzten Halbzeit von der ganzen Saison die Entscheidung herbeiführen, aber wir verdienen es, weil wir alle miteinander eine Top-Einstellung an den Tag legen, vom ersten Training bis zum letzten Spiel. Und ich denke, man muss sich eben so auch den Erfolg verdienen. Und das sind wieder ganz ähnliche Sachen, die es braucht. Es braucht die totale Solidarität, man muss für den FCL und für den Mitspieler durchs Feuer, man muss Herzblut entwickeln und aufgrund von dem Top-Verhalten eben auch den Erfolg verdienen. Also es gibt einiges zu machen, wo man mit einer richtigen Haltung und richtigen Einstellung am ehesten zum Ziel kommt. Ich gehe davon aus, Sie haben den FC Luzern in dem halben Jahr mitverfolgt. Es ist nicht so gelaufen, sehen Sie noch immer die Ursachen, also Ferndiagnosen, oder wenn Sie zuerst mal ein neues Bild machen, bevor Sie sich zu der Situation äußern. Ja, Ferndiagnose ist nicht schlecht. Nein, es ist so, ich kann da gar nichts dazu sagen. Und es ist einfach so, dass ich zuerst mit dem Trainer reden. Der Trainer wird ganz sicher gewisse Argumente haben und eine Meinung haben. Ich habe schon mir Überlegungen gemacht, was man allenfalls eben machen kann, um ein bisschen Dynamik zu entfachen. Da bin ich der Meinung, es braucht schon ein bisschen etwas. Aber es ist jetzt zu früh, um dem vorgreifen. Der wichtigste Mal ist der Trainer. Mit ihm wird man sich unterhalten müssen und dann gemeinsam schauen, was kann man verändern, wo eben dann, sagen Sie, eine positive Dynamik daraus entstehen kann.